Hallo und herzlich willkommen zur Wochenenergie vom 15. bis zum 21.02. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, eine turbulente Woche liegt hinter uns, so möchte ich es gerne mal formulieren. Eine Woche, in der viel eingefroren war, in der sich aber auch viel gezeigt hat und wo der Neumond einen ganz kraftvollen Neustart initiiert hat. Ja, ich freue mich jetzt mit dir hier in die kommende Woche zu schauen. Ich habe wieder die Karten des Lebens mitgebracht, das Tarot und für deine individuelle Botschaft links und rechts ein paar Karten zur persönlichen Auswahl. Mein Name ist Sirut Sabine Halle und alle Infos zu den Karten, zu den Readings, die ich hier für dich lege und auch zu einem persönlichen Reading findest du unten in der Infobox. Ich bin schon voll neugierig, wie sich hier diese dritte Februarwoche gestalten möchte, welche Impulse unsere Seele uns gibt. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, da hatten wir eine dunkle Geschichte hier aus den Karten des Lebens, dass sich da 50 dunkle und 50 heilende Geschichten darin verbergen. Und ja, lass uns schauen, was in dieser Woche hier ansteht. Es ist immer spannend, den Stapel in der Hand zu halten, weil das eben so viele sind. Eine einzelne Karte möchte ich bitte hier als Botschaft unserer Seele für diese Woche. Einen Impuls bitte für das Kollektiv, für unsere Gemeinschaft, für dich. Und wir schauen mal, ob eine springen mag. Ansonsten fischen wir da so eine heraus. Das ist, ja, ich sag ja, das ist immer schwierig. Drei. Nein. Eine einzelne. Drei ist zu viel. Auch wenn das hier vielversprechend aussah. Eine Karte bitte. Die Aufopferung und ich lege auch mal heute ausnahmsweise mal wieder, das mache ich ja nicht so oft, den Stapel dazu, denn da liegt das Erwachen an der Unterseite. Ist heute ein bisschen ruckelig, das kann auch an dem rückläufigen Merkur liegen, den wir immer noch haben. Ja, die Aufopferung. Wo hast du das Gefühl, deinen Weg nur gehen zu können, wenn du andere mitnimmst, wenn du andere trägst? Das ist der Impuls, der hier zu der Karte kommt. Wo hast du das Gefühl, da verpflichtet zu sein, andere mitzunehmen auf deinem Weg? Das ist eine spannende Energie. Ja, wo opferst du dich auf? Wo übernimmst du Verantwortung für andere? Anstatt mal zu sagen, halt, stopp, das liegt jetzt in deiner Verantwortung. Ich übernehme meine Verantwortung und gehe meinen Weg, auch wenn das heißt, ich muss dich hier zurücklassen, damit du für dich deinen Weg erkennst. Also das mit der Aufopferung, das ist uns ja ordentlich eingetrichtert worden. Wir müssen hilfsbereit sein, wir müssen da sein, wenn andere uns brauchen. Wir dürfen nicht so hell leuchten. Wir müssen sehen, dass alle mitkommen. Die Frage ist nur, inwieweit hier deine Aufopferung zum einen eine Vermeidungsstrategie von dir selber ist,
um nicht in deinem Licht zu stehen, und zum anderen ein altes Muster, in dem du eben hängst, weil dir so lange eingetrichtert wurde, du musst für andere da sein. Das Erwachen, und die Karte finde ich besonders schön hier dazu, zeigt, dass es an der Zeit ist, da mal sehr genau bei dir hinzuschauen. Ja, es gibt Menschen, für die wir da sind, für die wir gerne da sind, für die wir auch in gewisser Form und für eine gewisse Zeit da sein müssen. Also ich habe selber eine Tochter großgezogen, hört sich ja so toll an, in ihr Leben begleitet. Und genau da gibt es auch Phasen und Situationen, wo du deine Freude, das, was dir am Herzen liegt, ein Stück zurückstellen darfst, nur ein Stückchen, um für das Kind da zu sein. Kinder bedürfen unserer Hingabe, unserer Aufmerksamkeit, unserer Achtsamkeit. Schwierig wird es, wenn du daran festhältst, wenn dein Kind daran festhält, obwohl es schon erwachsen ist. Und so kannst du dieses Muster auf alle Situationen und Formen übertragen. Selbst du als Kind, ob du nun Tochter oder Sohn bist, wenn deine Eltern dich nicht ins Leben losgelassen haben, dich nicht auf deinen Weg geschickt haben, dann kann es sein, dass da das Thema der Aufopferung auch auf beiden Seiten noch aktiv ist. Also eine spannende Energie, die hier reinkommt, und mit dem Erwachen, mit dem wirklich da mal genau hinschauen. Und ich habe auch gerade so das Gefühl, also er hat hier so wie so ein Muschelhorn am Mund, dieser alte Weise. Ich habe so das Gefühl, dass durch diesen Ton des Muschelhorns da alle Seelenanteile, die da noch in alten Mustern hängen, zurückgerufen werden dürfen. Also wo du im übertragenen Sinne jetzt genau hinschauen darfst, erwachen darfst, um zu erkennen, wo du da noch in alten Mustern hängst, wo da noch Aspekte von dir in alten Mustern gefangen sind, und die dürfen jetzt aufwachen und zu dir zurückkommen. Ich bin sehr neugierig, was das Tarot jetzt dazu sagt und wie sich diese Aufopferung jetzt hier zeigt. Oder eben auch das Erwachen. Die drei Kelche, die Königin der Münzen und die Mäßigkeit. Ich möchte gerne erstmal noch eine Karte. Ist schon spannend, was sich hier auf den Tisch legt. Denn mit den drei Kelchen ist ja im Ursprung dieses Erntedankfest, dieses Feiern, diese Freude angezeigt. Doch ich nehme es hier jetzt auch so wahr, als miteinander etwas gestalten. Und wenn ich dann hier diese Energie der Aufopferung dazu nehme und die Königin der Münzen, dann kommt da so rein, dass du hier eher nach anderen geschaut hast und dann traurig. Ich nehme die Königin der Münzen hier in dieser Energie etwas traurig da, deine Münze zwar angeschaut hast, doch mit dem Gefühl, hier war es, darf ich das wirklich? Darf ich wirklich mich hier auf meinen Platz setzen, mich selbst erkennen, das Gold in mir erkennen? Und genau da möchte jetzt Heilung hinfließen. Der Eremit.
Er ähnelt dem schon hier ziemlich, ne? Also wirklich mit deinem inneren Licht genau in diese Aspekte hineinleuchten, wo du da dich noch nicht traust, in deinem Licht zu stehen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wo hast du hier das Gefühl, du müsstest jemanden tragen oder mitnehmen auf deinem Weg? Und wo versteckst du dich vielleicht unter dieser Last, um deinen Weg nicht zu gehen? Das war ja der erste Impuls, der hier wirklich reingekommen ist. Und mit der Mäßigkeit und dem Eremit bist du in dieser Woche eingeladen, wirklich diese alten Muster anzuschauen. Und wie erwähnt, die Königin der Münzen, die nämlich hier sehr traurig war. Sie möchte zwar hier auf ihrem Thron sitzen und doch hat sie so dieses innere Gefühl der Verpflichtung, ich bin doch anderen gegenüber verpflichtet, da zu sein, mit zu feiern, mit zu tragen, mit was auch immer. Und der König der Schwerter, der jetzt hier auftaucht, bringt einen ganz neuen Aspekt hinein, nämlich den Aspekt der Klarheit und der Entscheidung, auch ein Stück weit hier dieses Erwachen. Der König der Schwerter, den empfinde ich immer ein bisschen, mag an dem Schwert liegen, schneidend in seinen Ansichten, scharf in seinem Ausdruck. Vielleicht hast du auch hier schon versucht, mal da alte Muster abzulegen und warst da selbst ein bisschen harsch, ein bisschen barsch, und weil andere das nicht verstanden haben, bist du dann wieder in dieses Muster, in diese Opferthematik hineingefallen. Mit der Mäßigkeit hier direkt auch in der Mitte könnte ich mir gut vorstellen, dass es da gerade neue Wege gibt, neue Aspekte, die sich zeigen. Ein neues Feingefühl, was auch in dir erwacht ist. Weil manchmal in manchen Situationen, das kenne ich auch, wenn ich dann spüre, dass ich da nochmal die Entscheidung, nochmal die Klarheit, wenn ich da spüre, ich habe da immer wieder jemanden, der sich sozusagen an mich hängt, der mitgetragen werden möchte. Und wenn du da schon ein paar Mal gesagt hast, du hier, das sind deine Entscheidungen, du musst da für dich selber schauen, und der versteht das nicht und hängt da wieder, dann kann das schon sein, dass du da auch mal, klarer in deinen Aussagen wirst, vielleicht mit Worten ein bisschen drastischer, vielleicht mit der Aussprache ein bisschen drastischer, und andere verstehen das falsch und schwuppdiwupp, schwappst du in deine Schuldgefühle rein, weil eben dieses Muster da noch nicht geklärt ist. Und der Page der Stäbe, der bringt jetzt hier auch nochmal die Energie des genau Hinschauens rein. Die Energie des, wo möchte ich hin? Wie möchte ich meinen Weg gehen? Welchen Weg möchte ich gehen? Gibt es da einen ganz anderen Weg? Der Bube der Stäbe, das ist so diese Aufbruchsstimmung in ein neues Leben. Also der hat ja hier diese Last abgelegt. Der hat sich ja ganz klar für sich entschieden.
und ist da jetzt bereit, mit seinem Steckenstab hier loszuziehen und die Welt zu erforschen. Ich habe auch so das Gefühl, dass es darum geht, einer Sehnsucht zu folgen in dir, dass die Königin der Münzen hier sich zwar ihrer Aufgaben, ihrer Pflichten bewusst ist und hier aber immer noch so ein bisschen traurig, wehmütig an ihrer Sehnsucht hängt, was auch gut ist, und jetzt in die Energie reinkommt, diese Sehnsucht wirklich zu dieser Sehnsucht nachzugehen. So, und wir haben hier die 9 Münzen und den König der Kelche. Super, super schön. Weil nämlich die traurige Königin der Münzen hier mit dem Buben der Stäben erkannt hat, welchen Weg sie gehen möchte, nämlich den Weg zu sich selbst. Sich selbst hier in all ihrer Fülle, in all ihrem Reichtum zu erkennen. Und der König der Schwerter hat sich hier in den König der Kelche verwandelt, der feinfühliger ist, der in Kombination, also beide in Kombination, bringen ganz viel Klarheit hier rein. Ganz viel Klarheit auch im Ausdruck deiner Gefühle, im Ausdruck dessen, wie du dich in Situationen erlebst. Das kann auch gut eine innere Kommunikation sein, in der du jetzt diesen alten Zyklus abschließen kannst. Die Welt. Dieser Kreis ist rund, diese Aufopferung darf von dir jetzt erkannt werden. Du darfst deinen eigenen Weg erkennen und du darfst eben auch die Menschen, die du bisher getragen hast, wo du dich bisher aufgeopfert hast, in ihre Eigenverantwortung schicken. Und ja, das wird nicht jedem gefallen. Die Frage ist, gefällt es dir? Und da gilt es hinzuschauen, gerade wenn dieses Muster da sehr tief ist und du dein Leben bisher darüber definiert hast, für andere da zu sein, dann kann das schon zu Beginn herausfordernd sein, weil du nicht so genau weißt, was du hier als 9 Münzen, strahlend leuchtende Persönlichkeit mit deinem Leben nun gestalten möchtest. Also dieses Erwachen hat letztendlich da auch diesen Aspekt, dass du für dich hier nicht nur neue Wege erkunden darfst, sondern eben auch diesem Sinn deines Lebens nochmal tiefer auf die Spur kommen darfst. Ich möchte mal bitte hier eine Karte noch für diese Reihe. Eine, nicht den ganzen Stapel. Also es ist schon eine sehr tiefgehende Energie hier für diese Woche, die dich aber wirklich mit ja, diesen alten Mustern, ich möchte nicht sagen konfrontiert, aber dich dennoch damit in Berührung bringt, um jetzt in diesen tieferen Schichten zu heilen und deinen Weg, ich komme da immer wieder drauf zurück, deinen Weg zu gehen. So. Die 7 Münzen. Und die sagt mir jetzt, dass du diesen Impuls schon länger in dir trägst und vielleicht eine ganze Weile gewartet hast auf den richtigen Zeitpunkt, vielleicht darauf, dass die Menschen in deinem Umfeld selber drauf kommen,
dass du selber anders neu gesehen wirst. Und dieses Warten ist jetzt vorbei. Du darfst jetzt deine Früchte ernten. Du darfst dich jetzt wirklich in Bewegung setzen. Also aus diesem Warten raus, hin zu deinem, ja, ich möchte es jetzt mal bildlich sagen, dass du dein Bündel schnürst und dich auf den Weg machst. Dass du wirklich diese alten Muster jetzt loslassen kannst. Ich möchte mal gern hier noch eine abschließende Botschaft für diese Woche. Wirklich auch mit der Frage, wenn du deinen Weg gehst, ja, du darfst diesen Platz, die 7 Stäbe, das ist wundervoll, du darfst diesen Platz, den du hier dir schon innerlich vielleicht auch hauptsächlich erarbeitet hast, jetzt behaupten. Der fällt gerade raus. Du darfst dich aus diesen alten Mustern lösen. Der Teufel fällt in letzter Zeit sehr, sehr oft. Und es geht wirklich um diese tiefen alten Verstrickungen in uns. Und du darfst deinen Platz behaupten, auch wenn sich diese alten Muster hier nochmal zeigen, dir nochmal versuchen, ein schlechtes Gewissen einzureden, dir sagen oder das Außen dir sagt, du Mensch, warte doch nochmal. Und wie willst du das jetzt überhaupt machen? Und du kannst doch nicht. Doch, du kannst. Du kannst und es gibt keinen Grund mehr, den 6 Münzen dein Licht unter den Scheffel zu stellen oder anders ausgedrückt, deine Wünsche hinten anzustellen. Und du darfst jetzt das, was du festgehalten hast, loslassen. Oder da, wo du festgehalten wurdest, loslassen. Die 8 Stäbe, die sprechen von Freiheit, von auch in gewisser Form von Geschwindigkeit, von Klarheit in dir, von Impulsen, die sich jetzt in dir öffnen, die dein Erwachen jetzt hier initiieren. Erinnere dich immer wieder hier an den Engel der Mäßigkeit in der Mitte als Heilenergie, die da zu dir fließt, die da diesen Ausgleich, diese Balance bringt, die dich erkennen lässt. Guck mal hier wieder, Engel und Teufel direkt untereinander. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da in dir auch hin und wieder dieses Zwiegespräch ist. Darf ich jetzt wirklich und was sagen die anderen und wenn ich das jetzt mache, und wie soll das funktionieren? Wie sollen die anderen zurechtkommen? Die kommen zurecht. So wie du loslassen darfst und für dich zurechtkommen darfst, so dürfen das andere auch lernen. Und es geht wirklich darum, das, was du hier für dich schon erkannt hast, zu vertiefen, in dir zu verankern und dich mehr und mehr aus diesen alten Schuldvorwürfen oder aus dieser Aufopferung letztendlich herauszuschälen, diese Ketten zu sprengen, dich nicht mehr mit nur 3 Brotkrumen abspeisen zu lassen, solange du hier stehst und wartest. Du darfst loslassen und du darfst hier ganz neue Wege gehen, die dich wirklich erfüllen dann letztendlich. Und die dich hier aufwachen lassen und spüren lassen, da gibt es noch so viel mehr. Und womöglich, wenn du hier deinem Weg folgst, wird aus dieser Aufopferung ein Dienen. Weil solange du hier in dieser Aufopferung drin steckst, egal auf welcher Seite, ob du der Träger bist oder der, der getragen wird,
bist du nicht frei. Dann bist du in einem Muster der Bedürftigkeit. Und wenn du wirklich hier für dich frei bist, dann kannst du entscheiden, okay, ja, ich möchte dem Menschen dienen, der Mensch dient mir. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen im Ausgleich und nicht mehr hier nur drei Brotkrümel, sondern wirklich der eine für den anderen da in Freiheit und auch in dem, wenn du mal sagst, nein, ich kann heute nicht, dann ist der andere eingeladen, ja, zu schauen, wie er sein Problem selber löst oder sich eine andere Unterstützung sucht. Du musst nicht immer für jeden zu jeder Zeit griffbereit und greifbar sein. Die 9 Münzen spricht ganz klar davon, dass da in dir eine tiefe Sehnsucht ist, dein eigenes Leben zu führen. Und genau dahin lädt dich diese Woche ein, hinzuschauen und da wirklich zu erwachen. Ja, eine wirklich durchaus spannende Energie, die dich hier auf deinen Platz stellt. Ich bin neugierig und du sicherlich auch, was jetzt die individuellen Botschaften dazu sagen. Und ich fange hier mit der linken Seite an. Und hier kommt dann nochmal der Page oder Bube der Stäbe. Und sein Stab hier erinnert ein bisschen an das Auge auf der Erwachenkarte. Sein Stab hier ist eine große Lupe, ein Vergrößerungsglas. Und es geht darum, genau hinzuschauen. Hinter die Muster zu schauen. Hinter das, was vielleicht auch dein Kopf dir einredet, was die Erfahrung dir sagt, was die Prägungen dir sagen, wo da Schuldgefühle hochkommen, wie das innere Kind da mitspielt. Und also das ist sehr tiefgründig hier und es kann durchaus sein, dass dir dein Muster jetzt schon ein Stück weit bewusst ist. Das kann aber auch sein, dass das noch tiefer liegt. Und die 8 Scheiben. Und hier geht es darum, wirklich an dir, an deinem Wunsch zu arbeiten, ihn dir bunt auszumalen, deine Sehnsucht hier mal zu spüren, schon mal dir auch anzuschauen, wie weit du in deinem Erwachen schon vorangeschritten bist. Wie gesagt, dieses Muster, das kann kraftvoll, klar, eindeutig sein, das kann aber auch sehr, sehr subtil im Untergrund aktiv sein und es braucht da vielleicht auch ein bisschen Fantasie, um genauer hinzuschauen. Und der Gehängte. Wieder das Hinschauen, wieder dein offener, klarer Blick. Der Gehängte, wenn er erwacht ist, dreht sich die ganze Geschichte um 180 Grad und du tanzt durch dein Leben. Heute wollten mal hier die Blume des Lebens Karten mit dazu. Und da kommt bei dir hier, auch fällt mir gerade auf hier, die 33, eine Engelszahl, die Naturverbundenheit. Ich bin ein Teil der Schöpfung und deshalb mit allem verbunden. Ja, du bist verbunden, doch so ein Baum, er trägt ja jetzt auch nicht einen anderen Baum, ne? Und vielleicht brauchst du ein Stück mehr die Verbindung zur Natur, um diese alten Muster hier zu durchschauen, um diese tiefen Schichten da in dir zu ergründen. Um zu ergründen, was hier noch im Sumpf steckt.
oder wo du da noch im Sumpf steckst. Hier in diesem Teufelssumpf. Und dass es auch ja an dir liegt, diesen ersten Schritt, den der Elefant hier geht, zu tun. Und dann Schrittchen um Schrittchen weiter, um wirklich da ganz bei dir anzukommen. Auch der Elefant trägt hier einen Vogel auf seinem Rücken. Ja, und manchmal nehmen wir durch unsere eigene Transformation andere Menschen mit. Wir nehmen sie mit. Wir opfern uns nicht auf und wir tragen sie nicht. Sie sind frei, mitzugehen. Auf der rechten Seite die 7 Stäbe. Auch hier wieder dieses behaupte deinen Platz. Schau, wie viele Erfolge, wie viele Siege du schon für dich eingefahren hast, wo du dich jetzt hier ja mit deiner Kraft verteidigst, wo du dich hier aus diesen alten Mauern befreist, aus diesem alten Gefängnis dieser Aufopferung. Du hast die Kraft dazu und du hast auch ja schon gut an Raum gewonnen in dir, um diese Muster jetzt zu durchbrechen. Der Page der Kelche. Das kann einer sein, der dann wieder kommt und dir hier erzählt, boah, du machst das toll und cool und wie du das so machst. Aber du kannst mich doch nicht alleine lassen. Also der Page der Kelche ist hier so ein bisschen zwiespältig. Der kann dir ein wundervolles Angebot machen. Es kann auch ein Ego-Aspekt sein, der hier auftaucht, der dir sagt, ach komm, dieses eine Mal, so schlimm ist das ja nicht, denn da kannst du ja. Achte darauf, welche Angebote dir da von außen gemacht werden. Und noch ein Page, nämlich der Page der Schwerter, der hier aus seinem Wissen, aus seiner Erfahrung, verbunden mit seinen Träumen und Wünschen, klare Entscheidungen trifft, klare Herzensentscheidungen. Er hat hier seine Hand auf dem Herzen liegen. Ja, er baut seine Entscheidung ein Stück weit auf Wissen, auf Erfahrung. Und womöglich hast du bisher die Erfahrung gemacht, ja, ich bin meinen Weg gegangen, aber irgendwie bin ich dann doch wieder zurückgefallen in dieses alte Muster. Und genau da darf jetzt hier viel, viel mehr Klarheit reinfließen, viel, viel mehr dein Blick für das Wesentliche. Und deine Atmung unterstützt dich dabei. Über meinen Atem verbinde ich mich mit dem Strom des Lebens. Ich bin eins mit allem. Und auch hier wieder, bevor du agierst, reagierst, atme tief durch und spür mal, welchen Platz du da für dich schon eingenommen hast und wohin du ja auf deinem Weg gehen möchtest. Und die Metamorphose steht an, jetzt hier. Wirklich diese Verwandlung in dir, dieses Erwachen in dir, dass du wundervoll bist, ganz für dich alleine, ohne dass du dich aufopferst. Dass du aus dir heraus erblühst, erwachst, tief verbunden mit deinem Atem und in jedem Moment aus deinem Herzen heraus entscheiden darfst und kannst.
In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich dir, mir, uns allen eine kraftvolle Woche. Also da wird einiges klar werden in dieser Woche. Das kann auf kleiner, zwischenmenschlicher Ebene sein, das kann in Familienverbänden sein, an Arbeitsplätzen, noch weiter gezogen im Kollektiv. Also hier wird einiges geklärt werden, wo dir ein Licht aufgeht. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze im Einzelnen entfaltet. Ja, komm gut bei dir an, erkenne dieses Muster in dir und es geht um dein Erwachen. Alles Liebe zu dir.